Gemeinde Sotten, jawohl. Dame Liebermacht für Ferox. Er hält ihn die Waffe fest, weil er dir so gut gefällt. Und, oh nein, es hat nicht gereicht. Immer in diese aufgerissenen Hosen gucken. Zum Glück bekomme ich hier 5 Millionen Euro als Gage. Daher kann ich das locker ertragen. So. Immer noch Liebermacht. Nein, kein Liebermacht. Unentschieden, 4-4. Sehe ich gerade. Waffe verloren, neue Waffe. Ja, das ist super interessant. Der Kampf ohne hinten ein Double Takedown. Somit sind wir bei 3-3. Das wird auf den letzten Mann entschieden, ich sag's euch. Double Takedown. Er kriegt bestimmt jetzt genug Sand in den Poppes. Noch eine abnehmen. Damit 2-1 Überzeitverhältnis. So. Die Waffe ist durch. Oder weg. Ein taktisch guter Schachzug von Misogina, ihm die Waffe zu erdreisten. Das heißt, er kann nicht mehr aktiv in den Kampf eingreifen. Und damit ist er unten. Das war's. Diese Runde geht an Misogina. Das war ein Kampf auf der letzten Rille. Auf die Plätze, fertig, los geht die wilde Post. Letzte Runde. Ah jawohl, letzte Runde kann man jetzt sagen. Wir müssen warten. Eigentlich die vorletzte Runde. Wenn ich jetzt mal positiv denke. Und dieser Chinese hat seine Waffe verloren, muss zurückrennen zum Support. Holt sich eine neue Zweihand-Axt. Und Double Takedown und noch ein Double Takedown. Nein, doch nicht. Oh, der durfte wieder aufstehen. Gut. Schiedsrichter werden es wissen. Jetzt leichter Vorteil für Misogina. Haben einen Mann mehr. Und er wird über den am Boden liegen, Kämpfer einfach drüber marschiert. Schieb weiter, weiter! Schieb! 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 Alter, schieb! Und jetzt ist die 2-Max frei, aber der Kämpfer entscheidet sich für einen Entzug. Aber Malte ist erfahrener Kämpfer. Aber jetzt, oh nein, er fällt mit, er fällt mit, er fällt mit, damit 2-1.
Und weiter geht's. Und oh. Der Schlag hat getroffen.